Herzlich willkommen aus dem neuen LiveArt-TV-Studio. Unser heutiges Thema ist die Spielbühne Freital. Aber wie ihr hier im Hintergrund schon seht, wird es hier auch noch um was anderes gehen, nämlich 100 Jahre Freital. Im nächsten Jahr gibt es das 100-jährige Stadtjubiläum und dazu möchten wir gern informieren. Wir, das ist das Team von LiveArt.tv, das soziokulturelle Zentrum Freital und die Stadtverwaltung Freital selbst und viele andere Leute, die sich damit einbringen wollen in das ganze Jubiläum. Wir haben uns jetzt situationsbedingt dazu entschieden, diese ganzen Infosendungen ein Stück nach hinten zu schieben. Das ist wahrscheinlich besser so und greifen jetzt vor in etwas, was wir auch sowieso noch machen wollten, nämlich Vereine vorstellen hier in der Stadt. Was machen die so? Was machen die jetzt vor allem gerade ganz aktuell? Welche Probleme und Lösungsmöglichkeiten gibt es aber vielleicht auch? Wir werden hier DJ-Livestreams starten. Wir wollen Künstler einladen, die hier ein bisschen mit uns reden, vielleicht auch Live-Musik machen. Also das Ganze wird sich entwickeln, natürlich auch mit eurer Hilfe. Schreibt uns gern, schickt uns nette Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und so weiter. Vielleicht wollt ihr auch mal hier mit sitzen. Wenn es da einen Bezug gibt, sagt uns einfach gern Bescheid. Ja, jetzt aber zurück zum Thema. Es soll heute also um die Spielbühne Freital gehen in unserer ersten Sendung. Und da, was das ist, die Spielbühne, und ja, wie die aktuelle Situation da ist, das kann uns am besten eine Constanze La sagen, die ich heute hier habe. Conny, schön, dass du da bist. Du bist Mitglied und Schauspielerin in der Spielbühne. Genau, Amateurschauspielerin. Ich habe im richtigen Leben noch einen anderen Job natürlich. Genau. Was willst du zur Spielbühne wissen? Also ich vermute mal, viele Freitaler werden die Spielbühne als Veranstaltungsort ja kennen. Das hoffen wir. Hoffen wir, genau. Für den Fall das nicht. Vielleicht kannst du in ein, zwei Sätzen erklären. Okay, also die Spielbühne ist ein Theater, ein Amateurtheater, mit um die 40 Mitgliedern. Und uns gibt es seit 1973 schon, relativ lange. Und wir machen Kinder-, Jugendarbeit und bis das älteste Mitglied ist über 80, die Gründerin. Also, die Hannelore Umlauf, genau. Die hat das Ganze gegründet. Richtig. Und ihr habt ja jetzt auch eine neue Spielstätte. Ja. Also ganz lange Zeit war die Spielbühne beheimatet hinter der Aral-Tankstelle an der Dresdner Straße. Ja, gleich ums Eck, genau. Gleich hier um die Ecke. Also wir befinden uns ja, ich kann das gerne mal zeigen, wir befinden uns im Technologie- und Gründerzentrum. Und wenn wir hier rausschauen, ich zeig's gerade mal, dann sehen wir direkt den Windberg und das Windberg-Denkmal, also wunderbare Aussicht hier. Genau, und jetzt ist aber die Spielbühne umgezogen. Erzähl mal, wo seid ihr denn jetzt? Genau, wir sind jetzt in Döhlen, nahe der Lutherkirche im alten Pfarrhof. Ein sehr schönes Gebäude, der ehemalige Gemeindesaal ist das. Und dort durften wir zur Miete sein, haben wir das ganze letzte Jahr gewirkelt und gebaut und sind im November letzten Jahres eingezogen und seitdem eben dort spielen wir dort. Und ich denke mal auch sehr zufrieden. Also ich habe mir selber mal angeguckt. Ich war in der alten Spielstätte oft. Ich war jetzt auch in der neuen schon gewesen. Das ist ja fantastisch geworden. Ja, sehr schön. Und es wird immer noch schöner, weil wir den Garten auch mit nutzen wollen und dort eine Outdoor-Bühne noch machen wollen, wo wir Sommertheater spielen und vielleicht auch kleine Konzerte, wo der Willi vielleicht auch mal kommen könnte. Ja, weiß gar genau. Das wird sehr schön. Also es ist innen schon sehr schön geworden. Die Toiletten sind alles neu. Also für unsere Zuschauer, denke ich, hat sich auch viel Positives verändert für das ganze Raumklima. Und wir haben aber auch viel von dem alten Charme mitgenommen. Das ist also jetzt nie ein ganz gelacktes Neues, was nicht zu uns passen würde, dann da wäre, sondern es ist, denke ich, eine gute Mischung und wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Also wirklich, kommt alle mal vorbei. Nun ist es so, ich weiß es, ich bin ja selber Musiker auch und wir Musiker brauchen Bühnen, auf denen wir spielen können. Da gibt es im Moment aber keine. Das ist ja nun situationsbedingt leider ein bisschen schlecht. Und ihr habt eine Bühne und das Verrückte ist, ihr könnt sie aber auch nicht nutzen. Nee. Sehr verfahrene Situation. Wie geht ihr jetzt damit um? Was passiert da jetzt? Das ist für uns schon auch sehr schwierig, weil wir haben ja jeden Monat auch Miete zu zahlen und viele denken jetzt auch, dass wir immer als Amateurschauspieler Geld dafür kriegen. Wir kriegen keins. Wir zahlen Mitgliedsbeiträge, um auch die Mietkosten und die anfallenden Kosten für Regisseure, für Requisiten und etc., die ganzen Strom- und Nebenkosten zu decken. Und das ist natürlich momentan schwierig. Wenn wir nicht spielen können, ist es eben... Also das muss wirklich nochmal unterstrichen werden. Du hast es zwar gerade gesagt, aber es ist wirklich so, dass ihr ja praktisch noch mehr oder weniger dafür bezahlt, dass ihr da spielt. Genau, wie im Sportverein. Das ist ja ein Verein. Das denken viele, dass wir dafür Geld kriegen, aber das ist nicht so. Wir haben Spaß und Freude, dass sich die Leute freuen. Genau, und die Einnahmen sind also dringend nötig, damit man also dort Miete und laufende Kosten decken kann. Das ist im Moment nicht so richtig möglich. Was ihr jetzt aktuell macht, ist, ihr bedient auch so die Social-Media-Kanäle, also vor allem Instagram. Genau. Und du hast gerade eben schon die Hannelore Umlauf ins Spiel gebracht, die Gründerin der Spielbühne. Und auch sie hat sich ins Social Media begeben und richtig hat ein schönes Video gemacht. Und ich würde sagen, das gucken wir uns erstmal ganz kurz an. Das machen wir. Eva Strittmatter, die guten Dinge des Lebens.
Die guten Dinge des Lebens sind alle kostenlos. Die Luft, das Wasser, die Liebe. Wie machen wir das bloß, das Leben für teuer zu halten, wenn die Hauptsachen kostenlos sind? Das kommt vom zu frühen Erkalten. Wir genossen nur damals als Kind die Luft nach ihrem Werte und das Wasser als Lebensgewinn. Und die Liebe, die Unbegehrte, nahmen wir herzleicht hin. Nur selten atmen wir richtig und atmen die Luft mit ein, die Zeit mit ein. Wir leben eilig und wichtig und trinken statt Wasser Wein. Und aus der Liebe machen wir eine Pflicht und Last. Und das Leben kommt nur dem zu teuer, der es zu billig auffasst. Das hat die Hannelore Umlauft richtig schön gemacht, finde ich. Das spricht auf jeden Fall an. Von diesen Videos wird es auf jeden Fall noch weitere geben, ne? Da gibt es jeden Mittwoch und Sonntag, wollen wir jetzt Filme reinstellen von unseren Mitgliedern, von den Kindern bis zu den Erwachsenen, wer Lust hat, einen Film zu machen. Und das hat den Hintergrund, also wir bespielen sonst auch die sozialen Netzwerke, aber eher zur Ankündigung, jetzt wieder Vorstellung. Da wir jetzt nicht spielen können, wollen wir eigentlich die Freitaler oder unsere Fans auffordern, trotzdem ihre schon bereits bestellten Karten oder auch symbolisch eine Karte, eine digitale virtuelle Karte zu kaufen und uns damit zu unterstützen, dass wir einfach unsere Miete weiterzahlen können. Und das wäre sehr schön. Was denkst du, wie sind die Chancen, dass es die Leute machen? Ach, wir hoffen mal. Wir haben ja schon vor 2 Jahren so eine Stuhlaktion gemacht, wo wir neue Stühle... Genau, darauf spiele ich nämlich an. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Also wir haben wirklich einen treuen Fan Pool, muss man wirklich sagen. Also waren wir sehr überrascht und positiv überrascht. Und wir hoffen einfach, es geht ja uns auch gar nicht darum, große Summen, sondern wenn es die Eintrittskarte von 7 oder 9 Euro sind, in Summe, wenn jeder sowas spendet von unseren Zuschauern, ist das eine Summe, wo wir gut mit über 1-2 Monate kommen. Und das würde uns sehr helfen. Also ich erinnere mich an diese Crowdfunding-Aktion, lief über 99 Funken. Da habt ihr für neue Stühle praktisch Geld gesammelt. Und das war sehr erfolgreich, übererfolgreich. Das war übererfolgreich, das hätten wir nie gedacht. Also haben wir einen kleinen lustigen Film gemacht und es war ja wirklich so, dass diverse, wir haben es ein bisschen überspitzt natürlich, dass Leute eingebrochen sind mit dem Stuhl, das ist glaube ich nicht vorgekommen, aber man hat schon auf diversen Stühlen unbequem gesessen und deswegen haben wir einen hübschen Film gemacht und das hat gut geklappt. Was wäre denn jetzt aktuell ein Stück gewesen, was gekommen wäre? Also wir hätten jetzt die Hochzeit noch gespielt, die sind eigentlich leider alle abgesagt gewesen. Genau? Die Hochzeit und das Ende danach, Stück nach Tschechow. Und jetzt am 18. und 19. Wäre eigentlich der Vorname gekommen, da wollen wir eigentlich, das ist noch nicht ganz 100%, ob wir das technisch hinbekommen, aber da wollen wir eigentlich auch Livestream zu der Sendezeit oder zu unserer Spielzeit online senden und dass wir da auch aufrufen, eben kauft eine virtuelle Karte und seid mit dabei an dem Abend, wo es gewesen wäre, was auch schon gut verkauft gewesen war, leider. Aber es ist eben, man kann es jetzt alle nicht ändern. Also an der Stelle seid ihr alle auch nochmal dazu aufgerufen, wenn ihr könnt, unterstützt doch die Spielbühne in diesem Punkt. Das wäre wirklich sehr schade, wenn so ein Betrieb nicht weitergehen könnte aufgrund so einer Situation. Wir werden euch jetzt nochmal alle Links einblenden, wo ihr die Spielbühne finden könnt im Internet. Und ja, für euch wünsche ich euch maximale Kraft und Erfolge, dass ihr das trotzdem gut durchsteht und dass ihr die Zeit jetzt irgendwie anderweitig noch nutzen könnt, um euch vielleicht weiter vorzubereiten oder wie auch immer. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns später einfach nochmal hören und du uns nochmal einen aktuellen Stand von später eben geben wirst. Das kriegen wir hin, Billy. Danke dir auch. Dann alles Gute für dich und das ganze Spielbühnenteam. Ich richte das aus.